Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich dir mal einen Trick in Lightroom zeigen, wie du den Weißabgleich bestimmen kannst bei Fotos, wo das nicht ganz so einfach ist. Ich habe mir hier nämlich mal ein Landschaftsbild rausgesucht und natürlich könnte man immer sagen, ja, automatischer Weißabgleich und dann passt das. Aber auch der automatische Weißabgleich einer Kamera oder auch bei Lightroom ist nicht immer perfekt. Und man hat natürlich auch persönlichen Geschmack. Und diesen persönlichen Geschmack möchte man ja irgendwie auch in die Bilder mit reinbekommen. Und ich habe so einen kleinen Trick für dich, wie du den Weißabgleich und wie du die Farbauswahl in deinem Foto noch besser treffen kannst. Viel Spaß! Ein großes Dankeschön an den heutigen Sponsor des Videos, LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Buchhaltung ganz einfach gestalten. Spare jetzt 40% mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Ich habe mir jetzt ein Foto hier in Lightroom geöffnet und an diesem Beispiel möchte ich dir jetzt mal zeigen, wie ich für mich persönlich den Weißabgleich bestimmen kann, wie ich ihn am besten finde, wenn das Bild halt keine weißen Wände hat und so weiter. Also, ich würde sagen, wir bearbeiten das Bild erstmal ganz kurz so ein bisschen in den Lichtern und in den Tiefen. Also ich würde hier die Lichter ein kleines bisschen noch abdunkeln, die Tiefen vielleicht ein ganz kleines bisschen aufhellen. Das reicht mir schon fast aus. Ein bisschen Kontrast können wir wieder mit dazugeben. Und vielleicht auch noch die Schwarzwerte und die Weißwerte so ein bisschen anpassen. Dafür drücke ich hier die Optionstaste. Dann sehe ich nämlich ganz genau, ob hier schon irgendwelche Pixel 100% schwarz sind. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Man sieht hier oben in dem Histogramm, dass die Weißwerte hier so ein bisschen an der rechten Seite anstoßen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Weißwerte mal so ein ganz kleines bisschen zurückziehen. So, bis minus 5. Und dann haben wir jetzt hier auch wirklich ein Histogramm, wo nichts ausgebrannt ist. Das sieht auch so schon mal ganz gut aus. So, und jetzt geht es mir um den Weißabgleich. Den finden wir hier oben. Hier können wir einmal die Temperatur und die Tonung einstellen. Oder wir können auch mit der Pipette arbeiten. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwo in das Bild reinklicken und quasi eine neutrale Farbe definieren. Und diese neutrale Farbe, die bestimmt dann quasi, wie der Rest des Bildes auszusehen hat. Das können wir einfach mal machen. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich klicke hier mal mit dieser Pipette rein und sage jetzt hier, das ist eine neutrale Zielfarbe. Das ist jetzt relativ weiß hier. Das könnte schon ganz gut funktionieren. Wenn ich jetzt hier eher in das bläuliche, in diesen bläulichen Himmel reinklicke, würde das bedeuten, dass dieses Blau das neue Neutral ist quasi in diesem Bild. Und wenn dieses Blau neutral werden soll, wenn es also wirklich keinen Blaustich mehr haben soll, bedeutet das, dass das ganze Bild wärmer gemacht wird. Da können wir einfach mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier einmal reinklicke, dann siehst du, zack, das ganze Bild ist wärmer geworden und auf einmal ist das hier nicht mehr bläulich, sondern halt neutral grau. So, jetzt kann man sich überlegen, in so einem Landschaftsfoto macht es so mit diesem Vorgehen so viel Sinn oder nicht. Ich persönlich bin da nicht so der größte Freund von. Deswegen gehe ich jetzt hier diesen Schritt nochmal zurück. Was wir auch machen können, wir können den Weißabgleich hier oben mit verschiedenen Presets quasi bestimmen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte Tageslicht haben. Dort sind dann immer bestimmte Temperaturwerte schon voreingestellt, also 5500. Jetzt hier in dem Fall finde ich, ist das zu bläulich, hat einen zu dollen Blaustich. Ja, das ist immer persönlicher Geschmack. Dann gibt es zum Beispiel bewölkt, das ist das dann ein bisschen wärmer. Also da ist der Wert dann schon bei 6500 Kelvin. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Aber immer noch nicht perfekt. Wir könnten Schatten ausprobieren. Ja, das geht so in die Richtung, wo ich sage, das sieht eigentlich richtig gut aus. Ich kann das Ganze natürlich auch noch manuell hier machen. Was ich aber dafür noch als Hilfsmittel benutze, damit ich wirklich für mich persönlich herausfinde, wie ist denn der Farbanteil. Ich gehe hier runter und ich drehe die Sättigung auf plus 100. Und das mache ich nur übergangsweise. Ich kann auch die Dynamik noch hochdrehen, um das Ganze noch so ein bisschen zu verstärken. Das Bild sieht jetzt erstmal total bescheuert aus, aber man sieht jetzt sehr, sehr schön in dieser Ansicht, welche Farben mit welchem Anteil wirklich da sind. Man sieht jetzt zum Beispiel hier oben der Himmel, ja, der ist sehr bläulich. Wir haben hier die Sonne, die so ein bisschen reinscheint. Wir haben hier auch den Weg, der relativ gelblich, einen Gelbstich hat. Und wir haben sehr, sehr viele Grünanteile. Und wenn ich jetzt einhergehe und sage, naja, ich möchte das Ganze noch ein bisschen mehr, also ich möchte noch ein bisschen mehr wärmere Temperaturen drin haben, ich will den Himmel nicht ganz so bläulich haben, dann kann ich das jetzt hier einfach
hochdrehen. Ja, gehen wir mal auf so 7800 Kelvin ungefähr. Jetzt finde ich die Balance hier oben in dem Himmel schon wesentlich besser, dass wir jetzt sowohl den warmen Sonnenanteil hier als auch den etwas kälteren Himmelanteil schön mit drin haben. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist dieser ganz starke Grünanteil, obwohl natürlich die Natur grün ist, aber ich finde, insgesamt könnten wir von der Tonung her das Ganze noch so ein bisschen mehr Richtung Magenta ziehen. Ja, darf man nicht übertreiben, nicht zu doll machen, aber so auf plus 15 würde ich das Ganze ungefähr stellen. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Dynamik und die Sättigung wieder runterdrehe, dann haben wir hier schon ein wesentlich besseres Ergebnis. Ich könnte jetzt natürlich auch noch in die HSL-Tabelle hier reingehen und einzelne Farben noch bearbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Grün, das gefällt mir immer noch nicht so sehr, dann könnte ich jetzt hier so ein bisschen die Sättigung rausnehmen oder auch den grünen Wert ein bisschen Richtung Gelb zum Beispiel verschieben, um so ein bisschen herbstlichere Stimmung reinzubekommen. Und ich denke mal, so gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt kann ich hier einfach mit einem Doppelklick auf Dynamik und Sättigung das Ganze wieder zurücknehmen und schon... Ja, jetzt sieht das Ganze erstmal sehr entsättigt aus, aber das ist eigentlich die normale Farbe von dem Bild. Und jetzt gefällt mir das schon echt gut. Also jetzt haben wir hier einen Farbwert gefunden, wo ich sage, das so passt für mich und so sind die Farbwerte auch gut angekommen. Wir könnten jetzt natürlich die Sättigung hier ein kleines bisschen reindrehen, ne? So auf plus 5 vielleicht, auf plus 6. Damit wir hier noch ein bisschen mehr Farbigkeit reinbekommen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier erstmal ein schönes Ergebnis bekommen. Und das war das Bild vorher, jetzt so danach. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt natürlich auch noch so ein paar Anpassungen hier in den Helligkeitswerten gemacht haben, ist das Ganze auch noch mal ein bisschen verändert worden. Aber grundsätzlich haben wir hier den Weißabgleich selber angepasst und zwar nach dem eigenen Geschmack. Also ich bin jetzt nicht so vorgegangen, dass ich gesagt habe, stell einen automatischen Weißabgleich ein, lass es die Kamera machen, sondern ich habe es für mich selber gemacht, aber dabei halt wirklich auch geguckt, wie die Farbverteilung im Bild ist. Also das mal so als kleiner Tipp. Vielleicht konnte ich dir damit ein bisschen helfen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du vielleicht auch unter das Video kommentierst, wie du es immer machst, ob du einfach die automatischen Weißabgleiche der Kamera oder auch von Lightroom benutzt oder wie du einfach zu deinem Ergebnis kommst. Also schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr weitere Videoideen habt. Einfach alles unten rein. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch und ich freue mich auch, dass es jetzt so langsam wieder losgeht mit den Videos. Das war's schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir vor allem auch geholfen und du kannst vielleicht das Ganze auch in deiner Bildbearbeitung in Zukunft anwenden. Wenn du mehr über Lightroom oder auch über Photoshop wissen möchtest, wenn du mehr lernen möchtest, dann besuch doch mal meinen Online-Store, denn dort gibt es sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene jeweils Videokurse über mehrere Stunden, wo wir verschiedene Bilder bearbeiten und du also sowohl Lightroom als auch Photoshop richtig kennenlernen kannst. Ich würde mich freuen, dich dort mal zu sehen oder in dem nächsten Video und natürlich kannst du mir auch auf Instagram folgen. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.